Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und heute, ja, verschlägt uns mal wieder auf die Insel Islay. Und wie ihr seht, habe ich leider kein T-Shirt von der Destille, die ich heute vorstellen möchte. Aber ich habe das T-Shirt an von unserer diesjährigen Islay-Tour. Und ihr seht, ich habe hier auch noch ein bisschen was anderes vorbereitet, weil auf der Frontseite sieht es relativ schlicht aus. Aber ich möchte euch unbedingt die famos gestaltete Rückseite vorstellen. Und da habe ich eben noch das andere, damit ich auch sehe, was ich euch zeige, wie wunderbar das gestaltet ist. Und zwar hat sich da Manuel ziemlich viel Mühe gegeben, wie der das immer hinkriegt. Hier haben wir also alle neuen Destillerien verewigt und so im Hintergrund oder so durchscheinend auch noch kombiniert mit dem, naja, also jedenfalls einen schönen Ort, ich wollte jetzt sagen Wahrzeichen, aber Wahrzeichen ist ja Quatsch auf Islay, jedenfalls mit dem Kildalton Cross, das in der Nähe der Ardbeg Distillerie ist. Und es gibt ja auch von Ardbeg einen Whisky, der sich Kildalton Cross nennt. Und ja, jetzt kann ich wieder nicht so gut zusammenlegen. Ne? Ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen, denn ich habe ja durch von Bruichladdy schon mal ein Video gemacht. Und zwar mit den Freunden direkt auf Islay. Das könnte ich auch mal einblenden. Und ja, da habt ihr auch gesehen, wir hatten diese T-Shirts an, aber diesmal haben wir ja keinen Namen drauf. Aber wie schön die Rückseite ist, das habt ihr da auch nicht gesehen. Ja, jetzt schenkt mir erstmal den Whisky ein. Also ich habe ja gesagt, ich habe kein T-Shirt von denen. Ich habe aber ein Glas eigentlich von Bruichladdy. Aber wo ich das, ich habe es wirklich nicht gefunden. Und ich wollte eigentlich heute das Video drehen auf dem Balkon. Da ist aber so windig. Und unser Sonnensegel, das arbeitet eben wie ein Segel. Aber das flattert so dermaßen, dass man kein Wort versteht. Also es ist nicht so, dass der Wind einfach an uns vorbeipfeifen würde, sondern das ist so ein Lärm wie auf dem Segelschiff. Also da würde man nichts verstehen. Ja, dann habe ich halt wenigstens trotzdem ein Glas von vom Islay Whisky genommen. Den nehme ich halt mal ein Bonahaven Glas und dann schenkt mir diesen Whisky ein, um den es heute geht. Und ihr seht, es ist der Port Charlotte MRC 01. Was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch noch, aber ihr seht jetzt erstmal hier eine schöne dunkelgoldene Farbe. Ja, so kupfermäßig. Ja, und die Flaschen, das ist ja die neue Aufmachung von Port Charlotte. Die haben also ein bisschen anderes Design bekommen und natürlich hier sind sie auch hinten drauf etwas geprägt, ne, mit Islay Single Malt Port Charlotte und ja, Progressive Hebridean Distillers, ja, fortschrittliche Distillerie, vielleicht sind sie fortschrittlich, weiß ich nicht genau zu beurteilen. Jedenfalls machen sie sehr viel für die Region. Und ihr seht hier Bruichladdy, die haben also so eine Werbebroschüre dann gemacht. We believe Terrier matters, also die Region macht was aus oder die, ja, und die sind wie gesagt mittlerweile einer der größten Arbeitgeber oder der größte Arbeitgeber auf Islay. Ich glaube, ich habe das im letzten Video da auch schon mal gesagt. Und natürlich glauben die noch, dass mehr zählt. Das kann ich glaube ich gar nicht. Ihr seht, ich habe heute hier das Objektiv drauf gemacht. Jedenfalls sagen sie dann, we believe Islay matters, ne? Also was alles eine Rolle spielt, we believe authenticity, naja, ich weiß nicht, ob ich es richtig betone, matters, also Barley matters, slow matters, we believe, also die, dass sie also langsam fermentieren, we believe people matters, das ist immer so wichtig, das kann man also nachvollziehen, dass sie also für jeden Menschen da was übrig haben, der dort arbeitet. We believe relations matters. Ne?
Also alles Mögliche, Terrier Matters. Also die setzen sich wirklich sehr intensiv ein. Und warum sage ich das mit den People? Ach, jetzt habe ich jetzt hier bei dem ist es nicht. Aber ihr kennt ja die. Das hat nicht vorbereitet, was ich sagen wollte. Und jetzt kriege ich die Flasche wieder nicht auf. Ja, jedenfalls diese Berlinsch, die es gibt, die gibt es ja auch hier von Port Charlotte. Aber Port Charlotte, da sind glaube ich keine Personen drauf verewigt. Jetzt gucke ich mal schnell. Nee, da ist es nur BC02. Beim Port Charlotte. Aber bei den anderen, muss schnell gucken, ob ich noch an einen anderen rankomme. Vielleicht geht es da auf. Die haben ja verschiedene Nummern. Ah, da haben wir es geschafft. Da haben wir es geschafft. Da habe ich zum Beispiel noch eine. Ach, das ist noch von 2015. Das war Velinch Nummer 20. Und da wurde also der. Ja, wer wurde da? Duncan the Butchie McFadyen. Also, jedenfalls haben sie da eigentlich einen. Die haben da immer verschiedene Mitarbeiter. Und bei jeder Nummer kommt ein neuer Mitarbeiter drauf oder ja, Mitarbeiter oder Lieferant oder weiß ich was. Also Landwirt vor Ort, Farmer vor Ort, die dann also hier verewigt werden. Also das ist eine schöne Geste an die Mitarbeiter. Ja. Was haben wir sonst noch also zur Geschichte brauche ich glaube ich nicht so viel zu sagen. Das habe ich in dem anderen Video schon mal erwähnt und wenn ich ehrlich bin, habe ich mich jetzt auf die Geschichte der Distillerie gar nicht so vorbereitet, denn die war ja mal stillgelegt und dann kam eben der Marc Renier auf die Insel und hat damals den Pförtner irgendwie genervt, damit er überhaupt mal einen Blick in diese Destille werfen kann. Und ich bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich wollte euch wenigstens mal sagen, wann die gegründet worden ist. Ich habe es aber, wie gesagt, nicht vorbereitet. Und normalerweise steht doch auf jeder Destille drauf, auf jeder Tube drauf, Rouge Lady Distillery. Und dann founded in 18. Das gibt's nicht. Ah ja, gut. Mut zur Lücke. Hat man früher mal gesagt. Ne? Leider kann ich euch jetzt nichts sagen. Ich habe jetzt auch keinen anderen irgendwo rumstehen. Hier ist die Hülle vom Glas. Vielleicht steht da was drauf. Ruhig Lady, Single Malt. Eiler Single Malt. Ah, da steht's. 1881. Ja, hätte ich drauf kommen können. 1881 gegründet. Denn, ja, man kann natürlich, ich habe zwar kein Polo, man kann aber wirklich Klamotten kaufen in der Destille. Die haben sehr gute oder sehr schöne. Wie heißen denn die? Fällt mir das nicht ein. Also von den Jacken jedenfalls. Und da steht auch immer die 1881 drauf. Und Poloshirts hatten sie leider nichts Passendes für mich. Oder jedenfalls hat es mir nicht gefallen. Ich hätte gerne das schöne Logo genommen mit dem B hier, ne, von Bruich Lady. Das finde ich immer recht ansehnlich. Die anderen, die sie hatten, das waren mit den Flaschen, da waren so Flaschen drauf. Das war auch alles in diesem Türkisgrün gehalten. Das hat mich nicht so angemacht. Habe ich halt kein Polo gekauft. Wo ein schönes Logo drauf war, war die Radfahrerbekleidung. Ne? Aber das wäre natürlich gefrevelt, weil wann fahre ich Fahrrad? Ne? Also jedenfalls nicht so professionell, dass ich da extra ein Radfahrer-Shirt bräuchte. Ja, und so bin ich halt dazu gekommen, dass ich eigentlich nur ein Glas habe und aber aktuell eben nicht. Sehr schöner Geruch. Aber ich habe ja noch was hier rumliegen. Ich habe ja hier noch mein Tablet. Ich wollte euch noch mal zeigen. Port Charlotte oder besser gesagt Bruich Lady geht also sehr gut, sehr offen mit den Angaben zu den verschiedensten Whiskys um. Ihr könnt es auf der Internetseite immer nachlesen, worauf die jetzt da Wert gelegt haben. Und wir hatten ja auch, obwohl wir den Fan dabei hatten, den Manuel, der Bruichladdich ja auch gerne mag. Obwohl, gab es was, was er nicht mag?
Nö, glaube ich nicht. Aber wir haben dann immer mal gerätselt, was das sein soll mit diesem MRC01, den wir ja heute probieren. Und bei unserer Valinch-Abfüllung, da steht eben drauf BC02. Ne? BC02. Das heißt einfach Bourbon Cask. Und zwar ist das das zweite Bourbon Cask oder die zweite Valinch-Abfüllung mit dem Bourbon Cask. Ansonsten nimmt ihr wahrscheinlich auch mal andere Fässer. Und nur damit man das einfach mal noch weiter nachvollziehen kann, ich glaube, den, also den kriegt ihr noch in verschiedenen Shops. Das ist einer, der mich absolut begeistert hat, schon, also der kam 2015 raus. CC01, 2007 destilliert. Und CC01 heißt Cognac Cask 01. Und zum jetzigen Zeitpunkt gibt es auch noch einen, jetzt haben wir ja den MRC01, es gibt auch noch einen MC. Und da habe ich nachgelesen, das ist der Madeira Cask. Hätte ich auch mal mir besorgen sollen, habe ich leider nicht gemacht. Tja, und was kann man alles noch so nachlesen? Die schreiben auch rein. Ach nee, jetzt muss ich erstmal sagen, was überhaupt MRC0 heißt. Also MRC steht für, jetzt muss ich erstmal schnell, Mouton, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mouton Rothschild Cask. Das sind also diese Weinfässer von der Rothschild, vom Weingut halt, ne? Die ganz berühmten. Vermutlich berühmten, das sind ja in Frankreich dann irgendwie alles berühmte Weinbrüder, wenn die guten Wein, also jedenfalls machen die guten Wein, die wollen aber auch nicht mit dem Namen irgendwie großartig da hier erwähnt werden. Die geben zwar die Fässer her, ne, möchten aber nicht, dass es überall groß draufsteht, hier Rothschildfässer, und deswegen werden eben diese Abkürzungen verwendet. Und ja, wenn man sich so ein bisschen da eingelesen hat, kommt man da nicht ganz gut mit zurecht. Und ist halt mal eine andere Bezeichnung als bei allen anderen Destillerien oder wie bei Benriach. Da steht eben mit drauf Sherry Finish, Madeira Finish oder manchmal eben lateinische Namen dafür. Aber das mit den Abkürzungen hat auch so ein bisschen was. Man hat es nicht auf den ersten Blick, man weiß nicht aber sofort, um was es sich dreht. Und ja, ich habe ja, ich sehe ja gerade hier mein Objektiv, das macht ja natürlich auch das Bild alles ein bisschen rund und auch mich rund. Aber ihr habt heute mal, ihr seht mal ein bisschen weiter nach oben. Ich habe hier auch ein wunderschönes Blechschild. Das könnt ihr jetzt nicht erkennen, müsst ihr mir einfach glauben. Aber von der Farbe her könnt ihr ja nachvollziehen, dass es ein Bruichladdich-Blechschild ist. Gibt es relativ selten, wenn ihr auf irgendwelchen Flohmärkten unterwegs seid. Was habe ich noch hier? McCallan, Bunahavan. Glenfiddich, klar, Laphroaig, also Laphroaig und Glenfiddich findet er ziemlich oft. Dann habe ich aber noch von James Buchanan einen Scotch, das ist natürlich ein Blend da, und richtig schönes Schild ist die Schottlandkarte, die ich da, die habe ich auch als Relief. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, ich schaue es nochmal. Und hier oben drüber habe ich noch, das seht ihr jetzt nicht, das ist aber oberhalb vom Bruichladdich-Schild Lagavulin. Na, also so ein bisschen diese Ausgestaltung hier in meinem Raum könnt ihr vielleicht so erkennen. Jetzt könnt ihr auch ein bisschen weiter nach oben schauen. Nicht alles ist irgendwie komisch hier. Ja, weil hier vorne ist es eigentlich das Bild so wie sonst. Und das andere ringsrum, das holt er nur noch mit rein. Ja, meine Frau wäre nicht begeistert, weil da hier, ich sehe da jetzt mal, was ich ja alles rumstehen habe. Die ganzen, ne, die ganzen Samples sehen nicht, weil ich hier Flaschen davor habe. Nur hier hüben könnte sein, dass ihr ein paar Samples sehen. Ne, hier seht, habt ihr das T-Shirt, was ich hier liegen habe. Ist ja auch egal. Ne? Tja, wir haben hier einen Whisky, der 2010 destilliert wurde. Jetzt habe ich die Flasche wieder eingepackt. Aber ist ja auch egal. Ihr seht den ja hier. Soll ich mal oben drauf stellen? Sieht man dann besser? Das ist Quatsch. Da hätte ich eine einfarbige Wand dahinter haben müssen, ne? Da sieht man es dann besser. Ja, 7 Jahre, 2010, das steht ja hier drauf, MRC 2010 immer destilliert und abgefüllt 2018. Ganz normal 7 Jahre. Und sie schreiben rein, wo sie den
die Gerste hernehmen. Die haben ja gesagt, also Barley Matters. In dem Fall nehmen sie diese Gerste. Ist nicht beschrieben, was es für eine Gerste ist. Aber sie nehmen die Gerste aus dem Inverness-Shire. Ja, also in der Gegend um Inverness. Ja, also weiß ich jetzt nicht, ob es nördlich ist oder jedenfalls da in der Nähe auch von Loch Ness. Das ist alles so Inverness-Shire. Na, weil wenn du dann weiter, jetzt muss ich gerade überlegen, Richtung Osten gehst, ist es ja schon, kommst du ja schon an Moray Shire ran. Und Inverness Shire müsste also eigentlich Richtung Loch, ach Quatsch, hier, ja doch Loch Ness gehen, ja. Wie groß es insgesamt ist, das Gebiet, weiß ich jetzt nicht. Und ja, jedenfalls kann man auch wunderbar nachlesen, die Fässer, die verwendet wurden. Wir haben hier eine Lagerung in First Fill American Whiskey Cask. Ja, und da schreiben sie nicht First Fill Bourbon, sondern sie sagen American Whiskey, weil es ja auch Grain oder andere Whiskey oder Rye-Whiskey Fässer sein können. Das ist also nicht bekannt. American Whiskey, Oberbegriff für alle möglichen Sachen, muss nicht Bourbon unbedingt sein. Ist natürlich meistens so. Dann haben sie aber schon Second Fill Rotweinfässer dafür verwendet. Und diese Auswahl der Fässer wurde dann für ein Jahr zusammen in den besten, so ähnlich ist es geschrieben, Rotweinfässern vom linken Bordeaux-Weinufer gelagert. Und das ist also quasi diese Motto-Rothschild-Fässer, die da hier genommen wurden. Tja, zum Whisky, das könnte man noch sagen, 7 Jahre alt. Ja, jetzt schauen wir nochmal nach der Prozentangabe. 59,2% ist natürlich heftig, werden wir sehen. Und preismäßig liegen wir hier bei 90 Pfund. Und ich glaube, ich habe in der Base nachgeschaut, hätte ich jetzt nochmal machen müssen. Ist auch so der Europreis. Ne? Also 90 Pfund direkt auf der Internetseite von Buchladdy und wie gesagt auch in Euro. Vielleicht 85, vielleicht 88, ne? Vielleicht auch 95. So in der Drehe ist er jedenfalls zu haben. Für einen 7-jährigen Whisky natürlich nicht billig. Und ja, deswegen brauchen wir also gar nicht mehr meckern über irgendwelche anderen Preise. Wie zum Beispiel letzte Woche 15-jähriger Glengarry, der im selben Preisgefüge ist, also als Sherry-Bombe. Oloroso, also Longtime oder Fulltime Oloroso matured. Also wenn man das dann immer im Vergleich sieht, musst du sagen, da hast du einen 15-Jährigen, hier hast du einen 7-Jährigen. Ist natürlich dann schon wieder eine andere Geschichte, wenn man es so miteinander vergleicht. Abgefüllt wurden 8000 Flaschen, ist also auch limitiert und irgendwann dann halt nicht mehr zu bekommen. Aber man sollte ihn mal trinken. Damit treffen sie übrigens den Nerv vieler Whisky-Freunde, denn man hat immer mehr so das Gefühl, also alles, was so Woodfinish-mäßig ist, also auch die, natürlich ganz klar die Sherry Cask, ne, aber auch diese anderen Weinfass-Finish, das also etwas süßere Geschmack ist ganz gut und auch das rauchige. Und ich habe hier auch einen anderen Vertreter noch aus dieser Destillerie stehen. Das ist der Octomore 8.2. Der kam da 2018 raus. Dieses Jahr gibt es ja schon die neuen. Also 9.1, 9.2 und 9.3 und so. Also noch rauchiger als unser Port Charlotte, den wir hier haben. Port Charlotte ist ja der rauchige Vertreter der Buchladdy Distillerie, habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Naja, aber jetzt wollen wir doch endlich mal zum Whisky kommen. Und du hast sofort den Rauch. Dominant. Ich habe hier so ein kaltes Lagerfeuer oder so einen aschigen Rauch.
Ja, Aschenrauch. Und dann kommt aber für mich so ein bisschen wie Kirsche oder, wenn ich ehrlich bin, wenn du dich an den Rauch gewöhnst, riecht es wie diese Zartbitterschokolade von Mongerie. Also diese, irgendwie habe ich diese Assoziation Kirsche und Schokolade. Also Zartbitterschokolade. Und das schon in der Nase. Und ich kann jetzt die Nase richtig tief reinhalten. Herrlich. Hat aber auch eine gewisse Säure, die ich merke. Eine gewisse Weinnote kommt natürlich auch noch mit dazu. Ja, würde ich jetzt auch wieder assoziieren. Ich suche noch ein bisschen Maritimes, weil gehört vielleicht für ein Islay Whisky noch dazu, ne? Das könnte ich mir zwar einbilden, aber eigentlich, wenn ich so richtig tief Luft hole, könnte man jetzt sagen, das ist vielleicht Küstengras, nachdem es riecht. Kann aber auch irgendwo anders ein trockenes Gras einfach sein. Und wenn ich ehrlich bin, könnte sogar so ein bisschen verbranntes Gras sein. Ist ja heute daher nicht mehr erlaubt. Früher hat man aber immer mal im Garten oder so die Wiesen im Frühjahr ein bisschen abgebrannt, dass das alte verbrannt ist und das frische Grün durchkommt. Und wenn das dann gelöscht war wieder oder ausgeschlagen war, so ein bisschen wie verbranntes Gras. Aber es ist irgendwie angenehm. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo mal gelesen, dass einer geschrieben hat, verbrannter Gummi kann ich nicht nachvollziehen. Also es ist wirklich ein angenehmer Geruch. Es ist nichts, der jetzt unangenehm wäre, wie dieser verbrannter Gummi. Das ist ja wie so ein komischer Geruch, ne? Jedenfalls assoziiere ich damit nichts Positives von der Sache her. Nee, also auch nichts Medizinisches für mich. Ach, diese, wenn man es einmal sagt, ne? Diese Mangerienote, diese Kirsch. Oder vielleicht kommt es von dem Wein, das ist auch diese Weinnote. Ich weiß es ehrlich nicht, wie Rothschild Weine schmecken. Aber Bordeaux-Weine, ganz klar, sind ja schwerere Weine. Siehst du, und sofort kommen hier diese komischen Obstfliegen da an. Das ist wirklich was, wo man länger riechen kann. Aber natürlich wollen wir es auch mal genießen, Slange, Freunde. Ich kann euch sagen, es explodiert förmlich im Mund. Am Anfang hast du nur Süße. Oh, jetzt, wenn ich jetzt spreche, als wenn es mir rausqualmt. Am Anfang nur Süße, dann wird er trocken, aber nicht so sehr, sondern eine leichte trockene Note. Und dann auf einmal setzen die Gewürze, der Rauch und sowas ein. Also die ganzen Aromen, die hier, die volle Palette hast du hier am Gaumen. Und das mit 59, ja, was, ich habe es nicht gemerkt, 59,2%. Da könnte man einen Tropfen Wasser reinmachen, oder? 59,2, ja, da kann ruhig mal ein Tropfen Wasser rein. Auch wenn Speyside Wasser ist. Das ist jetzt auch nicht, da muss man jetzt auch nicht zu vorsichtig, denke ich mal, dosieren. Denn da kann man ruhig mal ein paar Prozente runtergehen.
Ihr kennt ja sicherlich Ralfi. Und Ralfi, der nimmt ja immer Löffel. Zwei Teelöffel, manchmal drei Teelöffel macht er da rein. Müsst ihr vielleicht auch mal probieren. Denn er sagt ja, je weiter runter verdünnt, desto mehr kommst du an die Aromen. Finde ich manchmal nicht. Wenn ich manchmal zu viel Wasser reinmache, dann merke ich nur noch Holz. Weiß auch nicht warum. Oh, wunderschön jetzt süß. Also ich, ja, süßer ist er. Ich bilde mir ein, dass er jetzt sogar ein bisschen leichte Vanille freisetzt. Und vielleicht sogar ein bisschen cremig riecht. Hört sich komisch an. Cremig muss ja schmecken, ne? Ich finde den jetzt fast schon in der Nase etwas geschmeidiger. Und seit unserem Gläser-Tasting habe ich mein Blendersglas verlegt. Ich habe keine Ahnung, wo ich das hingestellt habe. Ja, also mit ein bisschen Wasser wird er total, also viel fruchtiger noch. Da komme ich jetzt eher Richtung rote Beeren noch weiter, nicht nur Kirschen. Da könnte man jetzt sogar so ein bisschen zu so Walderdbeeren mit assoziieren. So andere, was könnte noch sein? Weil diese Säure vom Wein, denke ich mal, ist weiterhin. Also ich vermute, dass es einfach vom Wein herkommt. Das sind so säuerliche Beeren. Also nicht krachsüße rote Beeren, sondern muss irgendeine leichte Säure irgendwo mit dabei sein. Himbeeren haben Himbeeren eine leichte Säure. Also die gezüchteten nicht, wenn man irgendwo wirklich im Wald noch welche sucht, die haben vielleicht manchmal so eine gewisse Säure noch dabei. Wirklich schön. Also es ist wirklich. Und natürlich gewöhnt man sich mit der Zeit an den Rauch und nimmt den nur noch irgendwie auch als einen würzigen Ton hier mit wahr. Probieren wir es mal mit Wasser. Geschmeidig, cremig. Kommt wirklich wieder am Anfang süße, dann war jetzt kürzer. Die Phase, wo er trocken wird, die war jetzt absolut kurz und ist natürlich, aber dann wieder die ganzen anderen Gewürze. Ich muss jetzt sagen, jetzt komme ich sogar leicht Richtung Weihnachten. Nüsse würde ich jetzt noch mit assoziieren. Und irgendein Gewürz. Ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich immer irgendwas mit Fenchel, aber heute habe ich in der Suppe, meine Frau hat eine Suppe gemacht, aber da war es dann doch Thymian. Ich habe nur gesagt, irgendwas ist da noch drin. Und sie hat nämlich natürlich auf die Probe gestellt, ganz klar. Du willst ja immer alles rausriechen, ne? Also, und rausschmecken. Jetzt sag mir aber, was ich alles drin habe. Hatte ich erst noch vielleicht gedacht, so Richtung Sellerie oder sowas, aber war dann Thymian. Nur Anklänge. Dann macht sie sich lustig über mich, ne, wenn ich dann Anklänge von das und das. Dann hast du leicht im Hintergrund, merkst du vielleicht einen Anklang von Thymian? Nee, aber hier hab ich natürlich jetzt keinen Thymian, ne? Aber irgendeinen. Wenn ihr den kennt, MRC01, probiert den mal und sagt mir mal, ob ich vielleicht mit ein bisschen Kümmel gar nicht so falsch liege. Aber ich könnte mich ja täuschen. Es ist also jedenfalls irgendein schönes Gewürz, was nicht so dominant ist, sondern nur so einen leichten. Ja, das sind diese Salzgebäck. Also bei uns, wir haben da also mit den Kümmel drauf, das so ein bisschen, also Brot, ne, mit Kümmel. So vom Geschmack her. Nase gar nicht. Aber im Geschmack habe ich irgendwie sowas.
Und das ist das Getreide. Ja, so ein Laugen. Nicht diese hellen Laugenstangen, sondern so ein dunkleres Laugengebäck. Also ähnlich wie Körnerbrot oder bei uns heißt das das Urige oder das ist halt. Also dunkle Körnerbrot und so ein bisschen mit Kümmel und Salz. Und da, mit dem Salz könnte man jetzt sogar ein bisschen maritim werden. Nee. Tja, Leute, das ist so. Ein sehr schöner Whisky, hat mir sehr gut gefallen. In der Destillerie kann man ja wunderbar probieren. Natürlich sind die genervt, wenn du da mit einer Truppe von 15 Mann kommst und jeder probiert da 10, 12 verschiedene Whiskys. Ne? Dann sind sie auch irgendwann genervt. Nein, jetzt gibt es erstmal keinen. Ne? Wir waren ja, glaube ich, auch zweimal dort. Einmal einfach mal durchfahren und einmal dann haben wir die Führung mitgemacht. Na gut, Leute, das soll es erstmal gewesen sein. MRC01 kann ich euch wirklich empfehlen, wer rauchige Whiskys mag, mit einer schönen Weinnote, mit einer schönen Bärennote mit drin, der ist hier ganz gut aufgehoben. Muss natürlich überlegen, ob man diese, ob für einen selber diese 90 Euro das wert sind. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt den Octomore, der ja 150 Euro kostet. Vielleicht kostet er nur 130, keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich habe den nicht rauchiger und nicht anders in Erinnerung als den hier. Müsste ich vielleicht nochmal einen Vergleich machen. Da sind wir aber heute natürlich schon so fortgeschritten. Ich möchte euch ja nicht überstrapazieren. Jedenfalls ein sehr schöner Whisky, Port Charlotte. Hat mir, wie gesagt, von Anfang an gefallen mit dem Cognac Cask. Und ein sehr angenehmer Rauch. Ich wünsche euch da viel Spaß mit. Wenn ihr den mal probieren könnt, auf irgendeiner Messe vielleicht. Oder Sample-Tausch oder solche Sachen. Und ja, wie gesagt, bleibt gesund, genießt, wenn ihr könnt, genießt jeden Tag natürlich, nicht unbedingt Whisky, sondern ihr genießt den ganzen Tag einfach, ne? Wenn ihr könnt, natürlich abends vielleicht mal mit Whisky. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder in alter Frische beim nächsten Mal, euer André.